Die Situation im Schwergewicht ist mit Boxern wie Joshua, Wilder, Ruiz Jr. und Fury aktuell so heiß wie schon lange nicht mehr. Doch auch viele Talente versprechen, dass diese attraktive Ära auch noch zukünftig anhält. Boxsport stellt euch 5 Fighter vor, die ihr in den nächsten Jahren im Auge behalten solltet. Der 22-jährige Brite Daniel Dubois hat in seinen 12 Profi-Fights bereits gezeigt, dass er brandgefährlich ist. Immer verließ er den Ring als Sieger, 11-mal sogar durch K.O. Auf der Insel wird er deshalb bereits als heißer Nachfolger von Anthony Joshua gehandelt. Dieses Lob bestätigte er zuletzt im Juli, als ihm ein klarer Sieg über Nathan Gorman gelang. Für uns gehört Dubois zu den stärksten Prospects überhaupt. Und er wird eines Tages Weltmeister sein. Filip Hargovic sorgte bereits 2016 bei Olympia für Aufsehen, als der Kroate die Bronzemedaille erhielt. Der 1,98 Meter große Hühne wurde ein Jahr später Profi und konnte bislang alle 9 Fights gewinnen. Unter der Leitung seines Star-Coaches Pedro Diaz soll Hargovic im Sauerlandstall der nächste große Champ im Schwergewicht werden. Die Chancen stehen gut, dass dies dem 27-Jährigen auch gelingen wird. Bei Olympia musste sich Hargovic im Halbfinale gegen den späteren Goldmedaillengewinner Tony Yoka geschlagen geben. Der 27-jährige Franzose bringt alles mit, was ein kommender Champ braucht. Eine Größe von 2,01 Meter und jede Menge Potenzial, das er in seinen bislang 6 Siegen auch bereits unter Beweis stellen konnte. Yoka könnte in seiner Karriere aber schon viel weiter sein, doch nach 3 verpassten Dopingproben 2018 wurde er zwischenzeitlich für ein Jahr gesperrt. Wertvolle Zeit für ein Talent. Dennoch hat er definitiv das Zeug, um weit oben mitzumischen. Joe Joyce ist zwar schon 33 Jahre alt, allerdings sind gerade heutzutage zahlreiche Schwergewichtler auch im höheren Alter noch konkurrenzfähig. Der Brite hat bislang zwar nur 10 Fights hinter sich, allerdings hat er darin sehr solide Konkurrenz wie Brian Jennings oder Alexander Ustinov ausgeschaltet. Für uns hat Joyce zwar nicht so viel Potenzial wie seine Kontrahenten, dennoch werden wir von ihm in den nächsten Jahren viel hören. Efe Ajagba erlangte im vergangenen Jahr kuriose Bekanntheit, als sein Gegner Curtis Harper aus Protest gegen die schlechte Bezahlung nach dem ersten Gong einfach den Ring verließ. Seine restlichen 10 Duelle konnte der Nigerianer aber ganz alleine durch sein Können erfolgreich gestalten. Mitunter schaltete er Michael Wallisch frühzeitig aus. Ajagba ist zwar ein guter Boxer, aber stieß zuletzt gegen Ali Ehrendemiresen aber auch schon an seine Grenzen. Sein Potenzial wird aus unserer Sicht maximal für eine Top-10-Platzierung reichen. Wer ist für euch ein ganz heißer Tipp im Schwergewicht? Wem traut ihr in der Zukunft Titel zu? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Youngsters wir noch auf dem Zettel haben, dann legt euch die aktuelle Boxsport-Ausgabe zu. Darin sprechen auch Wladimir Klitschko und Axel Schulz in einem Exklusiv-Interview über ihren EM-Fight von vor 20 Jahren. Übrigens, bei uns bekommen neue Abonnenten nicht nur jede Ausgabe ganz bequem nach Hause geliefert, sondern bekommen auch einen 25-Euro-Gutschein für den Online-Shop von Sportart3 obendrauf geschenkt.